Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich dem Dank an die Polizeikräfte, an die Ordnungskräfte, die Feuerwehrleute und die Rettungskräfte, die in der Silvesternacht Dienst getan haben, mich ganz herzlich anschließen. Man muss ja noch mal sagen, während die meisten von uns diesen Abend mit Familienangehörigen, mit Freunden verbringen konnten, haben diese Polizistinnen und Polizisten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ordnungsämter, die Feuerwehrleute und auch die Rettungskräfte gearbeitet, damit wir ein friedliches und sicheres Feiern machen konnten und uns das ermöglicht wurde. Und dafür bedanke ich mich auch im Namen meiner Fraktion. Ich will aber auch gerne noch einige konkrete Punkte zum Thema Polizeieinsatz der Polizei in Köln in dieser Silvesternacht ansprechen und dazu kommen. Die Debatte hat ja mehrere Facetten, und ich möchte mal beginnen mit dem Thema Vorbereitung des Einsatzes. Die frühe und wirklich umsichtige Planung der Silvesternacht am Kölner Hauptbahnhof und am Dom mit der Einbeziehung aller relevanten Akteure war richtig, und auch die hohe Polizeipräsenz und die verstärkten Kontrollen an diesem Abend waren eine richtige Entscheidung. Ich persönlich, und das kann ich auch für meine Fraktion sagen, wir sind sehr froh darüber und auch erleichtert darüber, dass Mädchen und Frauen nach den schrecklichen Übergriffen und der sexualisierten Gewalt im letzten Jahr in dieser Silvesternacht ohne Angst am Kölner Hauptbahnhof und am Kölner Dom sich bewegen konnten und dass sich das nicht noch einmal wiederholt hat. Und ich glaube, dass auch diese Lichtinstallation am Kölner Dom dazu beigetragen hat, dass dieser Bereich auch ganz symbolisch wieder zu einem Begegnungsort der Bürgerinnen und Bürger geworden ist, und das ist auch gut so. Ich möchte aber auch gerne noch einige Sätze sagen zum konkreten Einsatz. Klar ist, polizeiliche Personenkontrollen sind rechtmäßig, wenn es konkrete Anhaltspunkte aufgrund des Verhaltens von Personen gibt. Diese lagen nach meinem Kenntnisstand vor. Es gab ein aggressives Auftreten in Gruppen, es gab alkoholisierte Personen, und das rechtfertigt entsprechende Kontrollen. Gleichwohl muss man wahrnehmen, dass es Kritik und Beschwerden genau über diese Kontrollen gegeben hat, dass kritisiert wird, dass die Polizei nach der Hautfarbe oder der mutmaßlichen Herkunft der Person kontrolliert hätte. Und ich will auch noch mal sagen, dass ja auch die Formulierung in der Lageabschlussmeldung, die wir auch im Innenausschuss diskutiert haben, zumindest Fragen aufwirft, weil sie irritierend formuliert ist. Dass es diese kritischen Nachfragen und Berichte gibt von anerkannten Medien, von NGOs, aber auch von Einzelpersonen, das müssen wir erstmal so wahrnehmen, und das muss jetzt aufgearbeitet werden, und der Polizeieinsatz muss nachbereitet werden. Und wenn es Klagen gegen diesen Polizeieinsatz gibt, und im Innenausschuss hieß es ja, es gibt eine Klage, die sich ganz konkret gegen den Polizeipräsidenten richtet, es gibt auch mehrere Beschwerden, dann muss das aufgearbeitet werden. Das steht jetzt an, und diese Nachbereitung und diese Aufklärung ist eine Selbstverständlichkeit in der Nordrhein-Westfalen Polizei, die damit auch ihren Leitlinien der Rechtsstaatlichkeit, der Bürgernähe und der Professionalität nachkommt. Ich will aber auch noch mal was sagen zu dem Thema Nafri-Tweet der Kölner Polizei, der aus meiner Sicht falsch war. Nicht nur, weil der Anteil von Nordafrikanern wahrscheinlich viel geringer war als noch am Silvesterabend angenommen, sondern auch, weil der Begriff Nafri eben nicht für Nordafrikaner, sondern für nordafrikanische Intensivstraftäter steht. Und damit wurde eben durch diesen Tweet eine ganze Personengruppe stigmatisiert, ohne jegliche Kenntnisse über diese Gruppe zu haben. Dazu hat sich ja der Polizeipräsident Matthies bereits geäußert und klargestellt, dass er diesen Tweet bedauert. Damit ist für mich dieser Punkt auch abgehakt. Ich will noch zu einem vierten Punkt kommen, und zwar die Angabe der Nationalitäten der kontrollierten Personen. Am Freitag, den 13.01., also vor knapp zwei Wochen, hat die Kölner Polizei ja mittags mitgeteilt, dass laut der derzeitigen Erkenntnisse nur wenig Nordafrikaner unter den Personen seien. Nur wenige Stunden später ist dann die Polizei rausgegangen und hat gesagt, dass diese Erkenntnisse nun auch nicht ganz sicher seien, sondern dass sie erstmal geklärt werden müsste durch die eingesetzte Ermittlungsgruppe. Und da muss ich ehrlich sagen, finde ich, hätte die Polizei die Ergebnisse der Ermittlungsgruppe abwarten müssen, bevor sie mit ersten Erkenntnissen rausgeht, weil damit eben auch ein falsches Bild in der Öffentlichkeit entstanden ist. Und ich finde es wichtig, diese Punkte auch anzusprechen. Das gebührt auch die Aufgabe, finde ich, von uns Abgeordneten. Und Herr Möbius, dann irritiert es eben schon sehr stark, wenn heute Mittag eine Pressemitteilung seitens der CDU-Fraktion rausgegeben wird, zwei oder drei Stunden vor dieser Debatte im Plenum. Ich finde ganz ehrlich, das ist schlechter Stil, Pressearbeit zu machen,
bevor wir als Parlament überhaupt darüber diskutiert haben. Ich finde, das macht man nicht, das gehört sich nicht. Und wenn man dann noch sagt, im letzten Satz, die Grünen wären von einer Misstrauenskultur gegenüber der Polizei geprägt, dann ist das nur noch peinlich, wirklich. Gehen Sie mal in den Innenausschuss, gehen Sie mal, ja, Herr Möbius, regen Sie sich wieder ab, ist nicht gut für die Gesundheit, gehen Sie mal in den Innenausschuss, dann erleben Sie vielleicht mal die Diskussion. Ich kann Ihnen versichern, Herr Möbius, jetzt bin ich dran. Ich kann Ihnen versichern, wir Grüne haben kein Misstrauen gegen die Polizei, aber wir nehmen schlichtweg unseren Auftrag ernst, als Abgeordnete die Exekutive zu kontrollieren. Und natürlich ist die Polizei ein Teil der Exekutive. Und ich kann Ihnen auch versichern, ich glaube, dass Sie mit den Punkten, die ich angesprochen habe in Richtung Polizei, dass Sie wahrscheinlich ein größeres Problem damit haben als die Polizei selbst, weil die Polizei weiß, dass sie Einsätze nachbereiten muss. Das gehört eben auch zu ihrem Selbstverständnis. Und das ist gut so, weil wir eine rechtsstaatliche, eine demokratische Polizei in Nordrhein-Westfalen haben. Und da muss man diese Punkte ansprechen dürfen. Applaus